Hallo, mein Lieben. Heute geht's mal rund um unsere Baustelle. Ihr habt mir auf Instagram ein paar Fragen gestellt rund um unsere Baustelle. Für alle, die es nicht wissen, wir bauen unser Eigenheim selber. Das Eigenheim ist hier, wo ich gerade bin, in meinem Kinderzimmer, direkt nebenan. Also, wir haben ein altes Bauernhaus, richtig groß, mit altem Kuhstall und so, so richtig alt und ja, erhalten auch. Also, der Kuhstall und so ist alles noch original. Und über diesem Kuhstall, also ihr müsst euch vorstellen, hier haben wir unser Wohnhaus. Nebenan ist direkt der Kuhstall. Das ist eine direkte Verbindung mit einer Tür. Und über diesem Kuhstall, also direkt neben mir, bauen wir eine Wohnung aus. Also wir bauen sozusagen über dem Kuhstall eine Wohnung. Und diese Wohnung ist noch zweistöckig. So, ich glaube, jetzt habe ich diese Frage schon mal beantwortet. Ich habe eine Playlist auf diesem Kanal, wo ihr uns bei dem Bau verfolgen könnt. Und zwar filmen wir immer, wie wir das Ganze bauen und wie es so läuft. Und da habe ich, wie gesagt, eine Playlist und die Videos nennen sich Bauvlog oder Bauupdate, Baustellenupdate. Genau, da gibt es aber eine Playlist, da könnt ihr gerne mal reinschauen, falls euch das Thema einfach weiter interessiert. Und ich habe jetzt heute einfach mal ein paar Fragen für euch, weil doch relativ viele Fragen kommen, weil ich einige Sachen einfach nicht beantworte oder euch schon mal gesagt habe. Und das folgt jetzt in diesem Video. Ich wünsche euch einfach ganz, ganz viel Spaß. Ja, am meisten gestellt die Frage, wann seid ihr fertig? Ja, wir haben angepeilt Ende des Jahres. Gut, nun wurde schon öfters wieder gesagt, oh, das wird schon ganz schön knapp. Und es ist auch ganz schön knapp. Wir haben jetzt nur noch ein halbes Jahr. Ich meine, das Jahr ist ja schon fast wieder rum. Und ja, wir peilen auf jeden Fall Ende des Jahres an. Silvester feiern in unserer eigenen Wohnung. Ganz fertig wird es, denke ich mal, nicht. Aber so Räume wie zum Beispiel oben das Gästezimmer brauchen wir ja noch gar nicht. Und das machen wir auch ganz zum Schluss. Und unten auch die Büros und das Gästebad eventuell unten werden wir auch erstmal so lassen. Also Priorität hat jetzt erstmal oben das Badezimmer, unten die Küche und halt unten der Flur, da wo die Treppe eben steht. Das ist jetzt so die Räume, die wir auf jeden Fall jetzt fertig machen und da sind wir auch schon gut bei. Küche ist gespachtelt, Flur ist gespachtelt, da muss nur noch gemalt werden sozusagen und dann muss die Küche nur noch eingebaut werden und der Fußboden muss gemacht werden. Dann ist das auch fertig und dann geht es weiter im Wohnzimmer. So, wenn das Wohnzimmer steht und die restlichen Wände sozusagen stehen, dann ist es so erstmal für uns fertig. Weil wir können drin wohnen. Wir werden auch schon vorher einziehen, bevor das alles fertig ist. Also wenn die Küche und oben das Bad fertig ist, werden wir schon einziehen. Natürlich, die Fenster müssen natürlich noch rein und so. Aber wenn das erstmal so fertig ist, dann werden wir schon einziehen. Und dann kommt der Rest immer nach und nach. Und ich denke, das Wohnzimmer schaffen wir auf jeden Fall noch dieses Jahr. Alle Fenster und Türen und so, das schaffen wir auch noch auf jeden Fall dieses Jahr. Und eventuell sogar unten noch ein bisschen was an Büro oder Gästebad oder so. Aber wir haben erstmal unsere Prioritäten und dann kommt der Rest so hinterher. Aber wir peilen so Ende des Jahres an. Ja, dann die nächste Frage. Wie viel Quadratmeter hat eure Wohnung? Unsere Wohnung hat 200 Quadratmeter, 100 Quadratmeter pro Etage. Ja, dann die Frage, oder das höre ich auch ganz, ganz oft in den Kommentaren. Es ist so dunkel bei euch. Wieso habt ihr so wenig Fenster? Also erstmal, Fenster sind ganz schön teuer. Und erst recht Dachfenster. Also Dachfenster sind schon richtig, richtig teuer. Und wir haben jetzt zum Beispiel im Schlafzimmer haben wir ein großes Fenster. Das reicht völlig aus. Es ist derzeit noch nicht drinne und deswegen könnt ihr es noch nicht sehen. Und deswegen wisst ihr nicht, wie hell es im Endeffekt da drin ist. Das Fenster kommt nämlich erst später rein. Die Wohnung oder das Schlafzimmer ist in einer Höhe von 10 Metern über dem Boden. Und dementsprechend brauchen wir erstmal ein Gerüst draußen, damit man dieses Fenster eben einbauen kann. Es muss nämlich von außen eingebaut werden. Und deswegen haben wir im Schlafzimmer ein Fenster. Im Ankleidezimmer braucht kein Fenster. Dann haben wir ein Fenster im Kinderzimmer. Zwei hätten gar nicht gepasst. Das wäre viel zu groß, weil wir eben nur diese eine Schräge haben. Und da ist in der Mitte ein großes Fenster, ein großes Dachfenster. Mehr hätte da gar nicht gepasst. Im Gästezimmer haben wir ein Fenster. Im Bad haben wir ein Fenster. Im Flur haben wir ein Fenster. Was völlig ausreicht. Ich finde, der Flur ist so hell. Wenn das erstmal weiß ist, das ist richtig schön hell dann. Und unten haben wir in der Küche ein Fenster, im Flur ein Fenster. Reicht völlig aus. Aber wie gesagt, die Fenster
unten sind alle noch gar nicht drinne. Das heißt, ihr wisst doch gar nicht, wie hell das im Endeffekt wird. Jetzt sind nämlich unten nur so ganz kleine Fenster drinne. Und klar, dass die kein Licht machen, ist ja kein Wunder. Ja, dann werde ich auch oft gefragt, ob wir ja, uns das mit dem Geld so vorgestellt haben oder ob wir das uns so teuer vorgestellt haben. Im Endeffekt muss ich sagen, es ist auf jeden Fall teurer als gedacht. Und unser Erspartes, sage ich mal, haben wir auch schon komplett drauf da reingesteckt. Also es liegt schon da so drin. ja, also es sind einfach Kosten, die man sich. Oder es sind Fallenkosten an, wo man vorher einfach noch nicht so drüber nachdenkt. Zum Beispiel Kabel. Kabel für Strom und so braucht man unglaublich viel. Ich glaube, wir haben da schon bestimmt 2 Kilo, 3 Kilometer reingesteckt. Und eine so eine Rolle ist einfach sauteuer. Dann kommen das Steckdosen. Die ganzen Steckdosen, diese orangenen Dosen, die sind so teuer. Dann Steckdosen allgemein, Lichtschalter. Wir haben jetzt 400 Euro nur für Lichtschalter und Steckdosen für die obere Etage ausgegeben. Nur für die obere Etage. Dann allgemein Laminat ist richtig teuer. Da haben wir am Anfang überhaupt nicht drüber nachgedacht. Dann brauchen wir viel, viel mehr Material als überlegt. Also wir haben uns vorher einen Plan gemacht, haben das alles gekauft und wir mussten bestimmt schon 10-mal nachbestellen. Also es ist auf jeden Fall mehr als erwartet und es ist auf jeden Fall auch teurer als erwartet. Die nächste Frage, ob es sich überhaupt lohnt, sowas selber zu bauen oder ob es sich nicht lohnt, eine Wohnung zu bauen. So, bei uns ist es so, dass wir für eine Wohnung mit 3 Zimmern ungefähr und sagen wir mal 70 Quadratmeter, 60, 70 Quadratmetern 900 Euro kalt bezahlen müssten. Bei uns in der Region, genau, eine ganz normale Wohnung ohne Balkon, ohne Schnickschnack, einfach eine ganz normale Wohnung. 900 Euro. Da drauf kommt Internet, Heizung, Wasser, also allgemein Nebenkosten, Internet, Telefon, was man auch so alles hat. Und dann wären wir locker so bei 100, 200, 1000 Euro, sag ich mal. 1000 Euro ungefähr für eine Wohnung im Monat müssten wir bezahlen. So, das da oben hat jetzt so viel gekostet, dass ich das auf jeden Fall wieder rentieren würde, weil wir hier bei meinen Eltern keine Miete bezahlen. Also für diese Wohnung bezahlen wir keine Miete, wir bezahlen nur den Ausbau. Und müssen später einfach nur meinen Eltern das Warmwassergeld und Schmutzwasser, also diese Nebenkosten, die wir verursachen, die bezahlen wir meinen Eltern. Das wird sich auf ungefähr 300, 400 Euro im Monat belaufen. Die hätten wir in anderen Wohnungen aber auch gehabt. Und genau, ich glaube, jetzt habe ich es richtig erklärt. Das ist ganz schwer zu erklären, aber ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ja, dann bin ich auch ganz oft nach der Heizung gefragt. Weil man die im Video noch gar nicht sieht. Also, ich habe das jetzt im letzten Baublog erzählt. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Dass die Vorrichtung für die Heizung sozusagen schon fertig ist. Also, auch im Schlafzimmer ist noch keine Heizung drinne, weil wir nur noch die Heizung an die Wand machen müssen. Das Rohr ran und dann ist die Heizung fertig. Und wir heizen mit Gas. So, meine Lieben, dann die nächste Frage. Gab es oder gibt es viele Hindernisse auf der Baustelle? Ja, also ich muss sagen, wir hatten schon ziemlich viele Hindernisse. Mir fallen jetzt so gar keine ein, glaube ich. ja, das ist ja auch perfekt, ne? Ich sage, es gibt Hindernisse und mir fallen keine ein. Die Treppe zum Beispiel. Die war schwerer einzubauen als gedacht. Die hat uns ziemlich viele Tage gekostet, die einzubauen, ziemlich viele Nerven gekostet. Ja, und dann gibt es einfach manche Ecken, wo man sich einfach total ärgert, dass das nicht passt. Und wie man das denn jetzt macht, erst recht oben mit der kleinen Decke. Oben haben wir ja ganz viele Schrägen. Und da hat mein Vater so eine kleine Decke eingezogen, damit man da überhaupt Lampen hinhängen kann. Das hat auch ziemlich viel Arbeit gekostet. Und das Dach und die Fenster. Also die Fenster, die einzubauen, da mussten wir das Dach natürlich ausschneiden, alles neu mit Dachlatten und so, ne, alles, damit es ordentlich hält und so. Das hat auch ziemlich viele Tage gedauert und ziemlich viel Nerven gekostet und oft ist da auch mal ein Teil durch die Gegend geflogen vor Wut, sage ich mal. Aber ja, es gibt auf jeden Fall Hindernisse. Ja, dann auch die nächste Frage, die ich ganz oft bekomme: Was ist mit Fußleisten? Also ich habe euch ja schon auf Instagram immer ganz viele Fotos gezeigt, wo ich geschrieben habe, dass wir schon das Zimmer einrichten und so, also das Babyzimmer vor allem. Und da sieht man keine Fußleisten. Bei uns ist es so, wir tüfteln gerade noch, was wir für Fußleisten nehmen, weil es für unseren Laminat, den wir haben, keine passenden gibt. Da überlegen wir jetzt, ob wir was selber bauen
Oder ja, ob wir eine andere Variante finden, weil Fußleisten so sind auch richtig, richtig teuer. Der kostet, glaube ich, der 3 Meter, musst du ungefähr mit 12 Euro rechnen. Also der Meter 4 Euro, das ist schon ganz schön viel. Und ja, da schauen wir jetzt und tüfteln so ein bisschen, aber es kommen auf jeden Fall Fußleisten ran. Ja, dann die Frage, wird es eine komplette Haustour geben? Ja, auf jeden Fall. Also Felix hat mir gestern noch gesagt, er möchte das so ganz spektakulär machen und ganz, ganz viele Effekte und so reinbauen. Er möchte das richtig schön machen, diese Haustour für euch. Und genau, die wird auf jeden Fall kommen. Und es wird auch ja, zum Kinderzimmer zum Beispiel so eine einzelne Roomtour geben, zum Schlafzimmer eventuell auch. So wie ihr es eben möchtet, könnt ihr mal schreiben, zu welchen Räumen ihr sozusagen eine eigene Roomtour wollt. Aber auch so eine ganze Haustour würde es dann auch einmal geben. Ja, dann auch die nächste Frage, wie viele Kinder haben Platz in der Wohnung, sage ich mal. Ja, also wenn Lia ein Geschwisterchen bekommt, dann kann Lia sich aussuchen, ob sie in ihrem Zimmer bleiben möchte oder ob sie in das direkt daneben in das Gästezimmer ziehen möchte. Das Gästezimmer ist richtig cool, also ich als Kind würde mich richtig freuen, weil es hat hinten in der Ecke so eine kleine Nische drinne, wo direkt ein 90 cm großes Bett reinpasst. Und das heißt, wir würden dann zum Beispiel so einen Sternenhimmel bauen und sie hat einfach so eine kleine eigene Höhle sozusagen. Und das finde ich persönlich total cool. Also ich als Kind hätte mich super riesig gefreut, aber wir lassen die Entscheidung Lia. Wenn Lia später erfährt, dass sie ein Geschwisterchen bekommt und dann fragen wir sie einfach, okay, möchtest du in deinem Zimmer bleiben oder möchtest du halt in das andere Zimmer ziehen, dann geht sie in das Gästezimmer und das Baby halt in ihrem Zimmer. Oder es bleibt einfach so und dann kommt das Baby in das Gästezimmer. Das Geschwisterchen und wenn dann noch ein weiteres Kind kommt, dann wird das größte Kind oder halt das Geschwisterchen von Lia, also entweder Lia oder das zweite Kind, nach unten ziehen in mein Büro. Und dann werden Felix und ich uns sein kleines Büro teilen. Wir haben nämlich zwei Büros und mein Büro ist sehr, sehr groß. Das reicht auf jeden Fall das Kinderzimmer aus. Und das heißt, das dritte Kind wird dann sozusagen in mein Büro ziehen oder. Das kleinste Kind kommt auf jeden Fall nicht nach unten, sondern das kleinste Kind bleibt dann oben bei uns. Aber ich denke, da wären die Kinder sich schon selber einig, wer denn nach unten zieht. Und ich glaube, wenn das dritte Kind da ist, dann ist, glaube ich, Lia auch schon so weit, dass sie nicht mehr neben Mama und Papa schlafen möchte. ja, mal schauen. Aber wir haben auf jeden Fall Platz für drei Kinder. Und wenn nötig, könnte man auch noch weiter ausbauen. Also unsere Wohnung ist sozusagen ungrenzbar ausbaubar und da ist auf jeden Fall genug Platz. Aber wir wollen ja nur drei Kinder und irgendwann wollen wir ja auch hier ausziehen. Mal schauen, wann das denn ist. Ja, dann die nächste Frage. Wie viel Zeit investiert ihr eigentlich in die Wohnung oder in den Bau? Ja, bei uns ist es so, dass Felix ja, eine 5-Tage-Woche hat und einen Tag auch noch in der Schule ist und wir eigentlich immer nur sonntags arbeiten können. Oder wenn er von der Schule kommt. Das ist meistens so 17 Uhr. Ja, dann die Frage, wie lange baut ihr eigentlich schon? Also wir bauen jetzt seit Oktober. In der ersten Oktoberwoche haben wir angefangen mit den Balken und so und die Zwischendecke sozusagen zu ziehen. Und genau, also seit Oktober. Aber wie gesagt, investieren wir halt immer nur den Sonntag und damit sind es ungefähr erst 2 Monate, die wir wirklich intensiv bauen. Dann die nächste Frage, legt ihr überall in der Wohnung Laminat? Bei uns ist es so, ich würde gerne Fliesen in der Küche haben zum Beispiel. Das geht aber nicht, weil die Fliesen dann höher wären als der Laminat. Also dann würde man, wenn man aus der Küche rausgeht, so eine kleine Stufe haben. Und das gefällt mir einfach nicht. Wenn man dann zum Beispiel vom Flur in die Küche geht, hat man vielleicht so einen Zentimeter und da stolpert man total oft drüber. Und das, nee, das möchte mein Vater auch nicht. Und deswegen machen wir in der Küche Klick-Vinyl oder PVC. Das haben wir uns noch, also sind wir noch ein bisschen am Tüfteln. Wir haben uns schon einiges angeschaut, aber auch noch nicht das Passende gefunden. Unsere Küche ist ja auch holzfarben. Das heißt, wir müssen das so ein bisschen abstimmen mit dem Fußboden, damit das auch zusammenpasst. Oben haben wir komplett Laminat. Im Badezimmer kommt auch Klick-Vinyl, weil wir da das gleiche Problem sonst hätten. Und ja, wir haben überall Laminat. Ja. Dann die nächste Frage, kann man so einen Hausbau komplett als Laie selber machen? Also
sozusagen als nicht talentierter Handwerker oder halt Heimwerker, sage ich mal. Also du brauchst schon einiges an Wissen. Also wir zum Beispiel, Felix und ich, könnten das nicht selber bauen und wir hätten das auch niemals gemacht, wäre mein Vater kein Handwerker. Also mein Vater ist Allrounder, so nennt man das bei ihm. Er ist Handwerker, der alles macht. Er ist damals Steinsetzer gewesen, hat Straßen gebaut, also Straßenbauer sozusagen, hat man das damals noch genannt, asphaltiert und so ein Kram. Dann macht er, also er ist eben Allrounder, er kann alles. Also er kann Sanitär, er kann Elektrik, er kann wirklich alles. Er ist Tischler, er kann wirklich alles. Und das hat er sich einfach über die letzten Jahre angeeignet und arbeitet, wie gesagt, einfach als Allrounder im Handwerkerbereich, also als Handwerker-Allrounder. Und dadurch lernt Felix einfach das alles. Also Felix konnte vorher gar nichts. Er konnte vielleicht einen Nagel in die Wand hauen, der aber auch schief und völlig krumm und was der Geier. Weil er das einfach auch noch nicht kannte, er hat sowas noch nie gemacht und jetzt hat er einfach alles von meinem Vater gelernt. Mein Vater hat ihm das gezeigt oder zeigt ihm immer alles ein bis zweimal. Und beim dritten Mal macht Felix das einfach von ganz alleine. Jetzt zum Beispiel, er hat die komplette Küchenwand, die hat er komplett selber gestellt. Mein Vater hat jetzt noch die Wasserleitung und so gemacht, weil das sind einfach Sachen, wo Felix sich auch noch nicht rantraut. Genauso wie die Elektrik, da braucht man einfach so ein Wissen für, dass macht einfach alles mein Vater immer. Und Felix baut aber die Wände, Felix legt Laminat, Felix hat mitgeholfen, die Fenster einzubauen, was aber auch eher so auf den Nacken von meinem Vater geht. Also er hat eher die Fenster eingebaut. Aber also komplett als Laie, wenn du nichts kannst, bitte lass es. Also allein die Elektrik, das Sanitär, das sind einfach solche wichtigen Sachen, sag ich mal, ne? Elektrik, da muss man so aufpassen. Wenn da mal was falsch sitzt, dann kann es auch mal schnell sein, dass da irgendwas Funken schlägt oder so. Oder soll im Endeffekt ja auch alles funktionieren. Zum Beispiel, was ich jetzt gelernt habe, dass wenn man mehrere Lichtschalter für einen Bereich hat, zum Beispiel im Flur, brauchen wir ganz, ganz viele Kreuzschalter. Und Kreuzschalter sind jetzt, wenn ich es richtig erkläre, dafür da, dass man eben, zum Beispiel, wenn man in die Küche geht, dass man im Flur das Licht ausmachen kann. Aber wenn du aus dem Wohnzimmer kommst, bei einem anderen Lichtschalter das Licht für den Flur wieder anmachen kannst. Das musst du aber alles verbinden miteinander. Du brauchst extra Schalter dafür, die nennen sich Kreuzschalter. Halt, sonst könntest du halt wirklich nur an einem Lichtschalter das Licht für den Flur an- und ausmachen. Aber so ist es halt so, dass du einen Raum hast, aber mehrere Lichtschalter für diesen Raum und dadurch halt von verschiedenen Ecken diesen Raum beleuchten kannst. Wir haben hier unten das Problem bei uns im Wohnzimmer oder im Dielenbereich, dass die Vorbesitzer dieses Hauses das nicht gemacht haben und wir fünf Lichtschalter im Flur haben. Du musst zu dem einen hingehen, dann machst du das Licht aus, dann machst du bei dem anderen das Licht wieder an, dann geht es aber nicht an, weil du musst erst den anderen Schalter wieder betätigen, damit der wieder freigeschaltet wird. Das ist wirklich ganz, ganz große Katastrophe bei uns unten immer. Und wir haben drei Lampen und alle sind falsch, also alle sind nicht so kombiniert. Also die äußeren beiden gehen immer an, wenn du den einen Schalter betätigst. Und die in der Mitte geht immer an, wenn du den anderen Schalter betätigst. Und alle auf einmal kriegst du nicht aus. Du musst immer alle einzeln ausmachen. Also es ist ganz, ganz kompliziert, wirklich. Und ja, also Elektrik und so. Wir hätten es, wie gesagt, auch nicht gemacht, wenn mein Vater einfach nicht da gewesen wäre oder wenn mein Vater nicht so ein Wissen hätte. Und ich würde es auf jeden Fall auch nicht selber machen. Also ich würde es erst recht nicht selber machen, weil ich bin auch nicht so talentiert. Also ich kann schrauben und ich kann spachteln und malen. Das habe ich jetzt auch alles gelernt schon. Aber so Rehgipsschrauben zum Beispiel, Wände stellen, Trockenbau, nein. So, mein Lieben, und dann war es es auch von diesem Video. Ich habe jetzt alle Fragen beantwortet. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!